Viele Leute haben ja auch geglaubt, der Zins sei unser Hauptproblem, aber nur ist der Zins weg, ne? Es gibt keinen Zins mehr und es funktioniert trotzdem nicht. Also so einfach ist es nicht, dass man eine Stellschraube ändert und dann ist das ganze System funktioniert wieder. Nein, es muss schon an mehreren Stellschrauben geschraubt werden, damit man das System wieder auf die Reihe bringt. Was schiefläuft in Europa ist, dass wir nicht aus einer Rezession herauskommen, dass wir permanente Stagnation haben und da gibt es eigentlich nur eine Diagnose irgendwo an der Nachfrageseite. Und wenn man diese Diagnose hat, denn was ist anderes ist Rezession, Stagnation, dass es nicht genug Nachfrage gibt. Und wenn man diese Diagnose hat, ja, dann muss man sich fragen, was kann man dagegen tun und wer kann etwas dagegen tun? Nur diese Frage wird schon nicht mehr gestellt meistens, sondern man verweigert von vornherein eine offensichtliche Diagnose und sagt, nein, es sind immer die Strukturfehler und deswegen müssen wir Strukturreformen machen noch 100 Jahre und dann wird alles gut. Wenn das so wäre, dass die Produktivität entscheidend ist, dann dürften von vornherein reichere Länder und ärmere Länder keine Währungsunion eingehen. Dann wäre das schon grundsätzlich ein Fehler gewesen, hätte man damals sagen müssen, war falsch. Das ist aber nicht richtig, sondern richtig ist, es kommt nicht auf die Leistung an, sondern auf das Verhältnis dessen, was ich mir leiste im Verhältnis zu meiner Leistung. Lebe ich über oder unter meinen Verhältnissen? Die Währungsunion sagt, wir sollen alle entsprechend unseren Verhältnissen leben. Und zwar hat sie das dadurch gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen ein normales Inflationsziel haben, ein Inflationsziel von 2%. Wir wollen 2% Preissteigerungsrate haben. Und das impliziert wirklich, dass wir alle entsprechend unseren Verhältnissen leben. Deutschland entsprechend seiner Produktivität, Frankreich entsprechend seiner Produktivität, die übrigens höher ist als die deutsche, Griechenland entsprechend seiner Produktivität, die niedriger ist als die deutsche, Italien hat über seinen Verhältnissen gelebt, Frankreich hat genau entsprechend seinen Verhältnissen gelebt, Frankreich ist das einzige Land, was alles richtig gemacht hat und ein Land hat massiv unter seinen Verhältnissen gelebt und das war Deutschland. Und das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Warum? Weil dann die Inflationsraten auseinanderlaufen. Denn dieses unter der Leistung leben bedeutet, dass man zu niedrige Löhne im Verhältnis zu seiner Produktivität hat. Lohnstückkosten nennen das die Ökonomen. Und wenn diese Lohnstückkosten zu niedrig sind, dann hat dieses Land niedrige Preise und dann erringt es einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen, den die anderen nicht korrigieren können. Der hat nur nichts mit Leistung zu tun. Der hat nur damit zu tun, dass das eine Land seinen Gürtel enger geschnallt hat, auf politischen Druck hin in Deutschland. Und die anderen das nicht mitgemacht haben, die anderen sich an die Regel gehalten haben. Frankreich hat sich perfekt, wie gesagt, an die Regel gehalten und hat trotzdem ein gewaltiges Problem, aber nicht, weil es etwas falsch gemacht hat, sondern nur, weil es ein Nachbarland hat, das etwas falsch gemacht hat. Wenn die Produktivität in einem Land um 2% steigt, dann sollten die Löhne um 2% plus 2% Inflationsziel steigen, also um 4%. Wenn im Land die Produktivität um 5% steigt, sollten die Löhne um 5 plus 2%, also um 7% steigen. Das ist die einfache Regel. Denn die Lohnstückkosten entscheiden letztlich über die Preise, nicht die Geldmenge oder so irgendwas. Das ist ein Aberglaube, auch sehr verbreitet unter Ökonomen, ist aber falsch. Monetarismus genannt ist falsch. Was eindeutig und empirisch nachweisbar über die Preise entscheidet, sind die Lohnstückkosten. Und deswegen muss man diese Lohnstückkosten an seine eigene Produktivität anpassen. Und das heißt entsprechend seine Verhältnisse leben. Ich passe meine Löhne an meine Produktivität an, eine ganz normale Regel. Erstmal muss man mehr konsumieren vermutlich. Investieren ist erst der zweite Schritt. Wenn wir jetzt das korrigieren wollen, müssen wir die Löhne erhöhen. Wir müssen sozusagen eine Weile jetzt über unseren Verhältnissen leben. Tatsächlich, es ist, klingt schrecklich in deutschen Ohren. Über die Verhältnisse leben ist vollkommen unmöglich. Nur das ist das, was wir dauernd von den anderen erwarten, dass sie über ihre Verhältnisse leben. Weil wenn wir unter unseren Verhältnissen leben, müssen die anderen ja über ihre Verhältnisse leben, sonst geht es wieder nicht auf. Und jetzt muss man das umdrehen, jetzt müssen wir über unseren Verhältnissen leben. Das heißt, die Löhne müssen stärker steigen, als es in der Vergangenheit war. Und das bedeutet zunächst mal, dass wir mehr konsumieren. Und wenn wir mehr konsumieren, werden wir hoffentlich auch mehr investieren. Jetzt erledigt Deutschland das Schuldenproblem immer, indem es die anderen Länder Schulden machen lässt. Das kann nicht auf Dauer funktionieren. Deutschland spart etwa 200 Milliarden pro Jahr und dafür muss es ja Schuldner finden. Man kann nicht sparen, ohne dass es einen Schuldner gibt. Also muss man einen Schuldner finden. Bisher findet Deutschland den Schuldner immer im Ausland. Wir erwarten, dass das Ausland sich in diesem Jahr gemäß der Bundesregierung wieder mit 235 Milliarden neu verschuldet. Neu verschuldet. Aber wir machen Wachstum ohne Schulden, ne? Das muss ich vorweg sagen. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir Schuldner finden. Aber im Inland, wir müssen Schulden am Inland finden. Wer können die Schulden am Inland sein? Nun, das können entweder die Unternehmen sein oder der Staat. Die privaten Haushalte sparen. So, und dann müssen wir überlegen, die Unternehmen in Deutschland sind inzwischen auch Sparer. Die müssen wir also zu Schuldnern machen. Wie machen wir das? Indem wir höhere Löhne verlangen und indem wir die Steuern zum Beispiel für die Unternehmen erhöhen. Nur da wird es einen unglaublichen Aufschrei geben. Also wenn wir das nicht hinkriegen und die Unternehmen sich dagegen wehren, ja, dann gibt es nur noch einen Akteur, der Schulden machen kann, das ist der Staat. Der muss dann Schulden machen, der muss investieren und Schulden machen und auf diese Weise dafür sorgen, dass die Volkswirtschaft zu einem Ausgleich kommt, überhaupt funktionieren kann. Sonst kann die Volkswirtschaft überhaupt nicht funktionieren.
Der Punkt ist, wir versuchen zu sparen. Ne? Deutschland versucht zu sparen. Die privaten Haushalte sparen, inzwischen sparen die deutschen Unternehmen. Und der Staat macht schwarze Null, versucht auch zu sparen, jedes Jahr. Das bringt eine Sparsumme zustande, die in Deutschland in der Größenordnung von 200 Milliarden liegt. 200 Milliarden neue Ersparnis pro Jahr. Wenn wir für diese 200 Milliarden neuen Ersparnis keinen Schuldner finden, dann geht diese Ersparnis verloren. Das verschwindet. Wir haben dann eine Riesenrezession, eine tiefe Rezession, und diese Ersparnisse sozusagen gehen den Bach runter, weil es kein Einkommen mehr gibt. Das Einkommen sinkt dann und die Menschen müssen dann automatisch weniger sparen. Und es gibt Arbeitslosigkeit mit allen Folgen. So, wenn wir das nicht wollen, müssen wir Schuldner finden. Wir müssen also 200 Milliarden verteilen irgendwo, wo die Schuldner sind. Nur sagen wir, das Ausland soll die Schulden machen. Das ist die deutsche Lösung. Das ist merkantilistische Lösung, nenne ich das, weil man macht Überschüsse und versucht, das Ausland davon zu überzeugen, dass sie unsere Produkte kaufen auf Pump. Ne? Sie sollen unsere Produkte auf Pump kaufen. So, das funktioniert aber jetzt nicht mehr, weil viele Schuldner überschuldet sind. Und weil andere Schuldner sagen, wir wollen keine Schuldner mehr sein. Also zum Beispiel USA sagen, wir wollen jetzt nicht mehr Schuldner sein. Wir waren jetzt 30 Jahre lang Schuldner, uns reicht es. Und die Entwicklungsländer wollen auch keine Schuldner sein. Also was machen wir? Wir müssen Schuldner im Inland finden. Ne? Und wir müssen zurück zu einer Marktwirtschaft. Wir hatten das schon mal in den 60er Jahren, war es ja völlig selbstverständlich, Wirtschaftswunderzeiten in Deutschland, dass die Unternehmen sich verschulden. Die Unternehmen sind die natürlichen Schuldner sozusagen. Die müssen sich verschulden und investieren mit den Ersparnissen der Privaten. Das ist die Art und Weise, wie Marktwirtschaft funktionieren kann. Nur das haben wir völlig verdrängt. Das gibt es nicht mehr. Und das wissen auch die meisten Ökonomen leider in Deutschland nicht. Und dahin müssen wir zurück. Anders geht das nicht. Auf diese Welt kann nicht funktionieren, wenn die Unternehmen nicht die Rolle des Schuldners übernehmen. Wenn wir das aber nicht hinkriegen, kurzfristig oder warum auch immer oder auch mittelfristig, ja, dann kann der Staat nicht sagen, jetzt habe ich mit dem Problem, habe ich aber nichts zu tun, ich spare auch. Ne? Da muss der Staat die Verantwortung übernehmen. Das heißt, er muss sich verschulden. Ob da eine Schuldenbremse in der Verfassung steht, ist vollkommen egal. Ist vollkommen egal. Weil am Ende, wenn dann Rezessionen da ist und die Arbeitslosigkeit steigt, wird der Staat sich verschulden. Nur wir müssen nicht so lange warten. Wir könnten klug sein, nachdenken und auf diese Lösung vorher kommen, ohne dass wir vorher die Katastrophe produzieren. Der Gläubiger ist dann derjenige, der bestimmt. Ne? Weil die Kapitalmärkte geben kein Geld mehr her für Griechenland und für andere Länder. Und dann bestimmt der Gläubiger. Deutschland ist der größte Gläubiger, also bestimmt Deutschland. Und das wächst eine Macht zu. Und die fühlt man sich dann ganz toll und sagt, diese Position möchte ich nicht mehr aufgeben. Nur das ist eben der grandiose Irrtum. Da die anderen Länder in der schwachen Position sind, wollen sie aus dieser schwachen Position rauskommen. Und dann gibt es entweder einen Währungskrieg oder einen Wirtschaftskrieg oder man macht Protektionismus oder was auch immer. Aber man muss diese Position irgendwann wieder aufgeben. Es kann nicht einer immer stark sein und die anderen immer schwach. Der eine immer Überschüsse machen, die anderen immer Defizite. Das ist ein grandioser Irrtum. Aber das ist ein uralter Irrtum. Der ist, wie gesagt, ein paar hundert Jahre alt und wird immer wieder gemacht. Immer wieder versuchen, in allen Währungssystemen, die wir hatten, die Überschussländer ihre Überschüsse zu verteidigen. Das ist aber vollkommen Unsinn. Das ist eine vollkommen unsinnige Strategie. Nur in Deutschland hat es leider fast niemand begriffen. Verantwortung bewusst ist ja schon mal ein großer Schritt, wenn man weiß, dass es jetzt nicht eigene Leistung war sozusagen. Wenn man schon mal wüsste, in Deutschland verstünde, dass das jetzt keine grandiose Leistung war, dass man in diese Position hineingerutscht ist, sondern es war mehr oder weniger zufällige Folge dessen, dass man diese Gürtel-Engerschnall-Politik gemacht haben unter Rot-Grünen, hat ja keiner darüber nachgedacht, welche internationalen Auswirkungen das hat und gleichzeitig Währungsunion in Europa war. Wenn ja keine Währungsunion gewesen wäre, wäre diese Politik gescheitert. Die rot-grüne Politik, die wunderbare Agenda-Politik, wäre nach 3 Jahren gescheitert, weil die D-Mark aufgewertet hätte und das wäre alles weg gewesen. Also insofern war das überhaupt keine tolle Leistung, sondern es war eben ein paar glückliche Zufälle sozusagen, die dazu geführt haben. Wenn man sich darüber schon mal bewusst wäre, dann wären wir ja einen großen Schritt weiter. Dann würde ich wissen, dass ich meine Verantwortung sehr vorsichtig handhaben muss, weil es eben nicht Ergebnis meiner grandiosen Arbeit war, sondern Zufall und der Währungsunion vor allem. Und dann würde ich darüber nachdenken, wie man diese Währungsunion erhalten kann. Diese Währungsunion ist ja ein wichtiger und richtiger Schritt gewesen. Aber wir sind gerade dabei, sie zu zerstören. Und ein verantwortungsvoller Politiker würde dann auf die anderen Länder zugehen und würden sagen, komm, wir überlegen ernsthaft, wie wir das jetzt umdrehen können. Die Verhältnisse müssen sich umdrehen. Wie kann Deutschland dazu gebracht werden, dass es über seine Verhältnisse lebt? Wie können die anderen dazu gebracht werden, dass sie dann unter ihren Verhältnissen leben? Das ist ja ein schwieriger Prozess, den man abstimmen muss. Ne?
Aber darüber, es gibt ja nicht mehr den Versuch, darüber nachzudenken, sondern man wehrt ja nur ab. Die ganzen deutschen Medien stehen wie ein Mann hinter Herrn Schäuble oder hinter Frau Merkel und wehren diese schrecklichen Ausländer mit ihren irrsinnigen Ideen ab. Das ist unglaublich. Wir kriegen nicht mehr den Kern, nicht mehr den Anfang einer Diskussion zustande. Zum Kern vorzudringen ist überhaupt nicht dran zu denken. Man braucht sicherlich eine, zusätzlich zu der Lohnänderung der Lohnentwicklung, braucht man eine unterstützende Politik durch den Staat. Und das kann, muss heißen, dass man mehr investiert, dass die öffentliche Hand massiv mehr investiert. Ich würde etwas in der Größenordnung 100 Milliarden Euro Programm auflegen pro Jahr, um in Deutschland die Infrastruktur wieder, die marode Infrastruktur zu reparieren und wieder neu aufzubauen und vielleicht die modernste der Welt hinzubauen. Das wäre ja auch mal was. Und das ist jedenfalls wäre die Maßnahme, die ich als Erste ergreifen würde. Es geht natürlich nicht nur über Tourismus oder so etwas, sondern es muss auch darüber gehen, aber wir reden ja über Länder wie Frankreich, hochproduktive Länder, wie gesagt, Frankreich, das ja eine voll entwickelte Industrie hat, wenn das wieder 20% Kostennachteil verloren hat, sozusagen, wenn es wieder auf Pari wenigstens mit Deutschland ist, dann wird dieses Land produzieren und konsumieren und exportieren ohne Probleme. In anderen Ländern ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, da braucht man ein bisschen längeren Anlauf wie in Griechenland oder so, das mag schon sein, aber diese 20% Kostenunterschied müssen weg. Ja? Wenn die weg sind, dann wollen wir sehen, dann muss man vielleicht das noch unterstützen mit Strukturpolitik und Investitionen, europäischen Investitionsprojekten und was weiß ich alles. Aber ohne diese Wettbewerbslücke zu beseitigen, ist alles andere sinnlos.